Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bloodborne. Ich habe mich dazu entschieden, mal ein Co-op-Game auszuprobieren und dafür werde ich die entsprechende Glocke jetzt einmal ausrüsten. Und zwar wäre das... Na, die kleine nachhallende Glocke. Läute die Glocke, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Kleine Glocke, die im Labyrinth entdeckt wurde. Ihr Klang hallt in den Welten wieder. Der erste Jäger rief damit Jäger aus anderen Welten zusammen, um zu kooperieren. Sie klingt mit ihrem Gegenstück der Herausforderungsglocke. Läute sie, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Hinweis, nur Online-Nutzung, offline nicht einsetzbar. Gut. Schalldämpfer ist klar, der sieht ja scheußlich aus, habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Aber ich gehe jetzt mal zurück nach Alt-Janam und dort werde ich das Ding mal ausprobieren. Da kann ich nämlich auch mal sehen, ob dort, wo ich vermute, dass Bosse sind, tatsächlich Bosse sind. Ja, mal gucken, ob das alles klappt soweit. Löschen kann ich es ja immer noch. Ja, was ist passiert seit dem letzten Mal? Nicht so wahnsinnig viel. Ich habe momentan gerade ein bisschen Probleme, meine Let's Plays hochzuladen. Das funktioniert leider nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe ein bisschen was gelesen. Zum Beispiel, dass beim nächsten Boss... Feuer ganz nützlich sein soll. So, jetzt muss ich auch gleich mal gucken, ob ich dadurch jetzt Einsicht verliere. Mal läuten das Ding. Und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal dorthin laufen, wo es weitergeht, dann hoffentlich. Ach ja, ich habe hier übrigens auch noch was gesehen, was sehr interessant ist. Hier gibt es nämlich auch noch irgendwo, aber ich habe schon wieder vergessen, irgendwo gibt es hier auch noch die Möglichkeit, weitere Gegner umzuprügeln, und zwar ziemlich am Anfang. Das ist auch noch interessant, da gibt es, glaube ich, dann auch irgendeine Rüstung, eben eine, nicht Rüstung, neue Klamotten halt im Endeffekt. Eine Blutfiole, fein. Ja. Ich glaube, aber an den komme ich sowieso nicht ran. Ah, genau. Oh, Scheiße. Na? Scheiße. Naja. Das war ja wieder ziemlich schlecht. Aber Herausforderungsglocken scheint es gar nicht großartig zu geben. Den brauche ich ja gar nicht mehr zu machen. Da hinten habe ich ja schon alles ausgeräumt. Na gut. Dann baue ich mal um und schnapp mir den hier.
Wo ist denn der? Ah, da bist du ja. Scheiße. So. Ah, das ist ein bisschen, das ist wirklich blöd. Es gibt einfach nicht genügend Herausforderungsglocken. Verschwunden. Oh Mann. Na gut. Okay, also wenn es keine Herausforderungsglocke gibt, dann läute ich eben selber eine. Herausforderungsglocke läuten. Und dann. Huch. Ach, der hat schon einen entdeckt, ja? Kaltbluttau ist gut. Was machst denn du da? Da ist er schon lang tot, du Affe. Mal gucken, was ist da? Hockt doch auch noch so ein Penner. Gut. So, ich greife mir mal die Pistole. Nochmal gucken. Da ist noch was Hübsches. Kaltbluttau. Gut. Ja, genau. Feuer, habe ich gesagt, soll gegen den Boss helfen. Halt falsch. Das heißt, ich muss jetzt nochmal schnell meine Ausrüstung ein bisschen ändern. Molotow-Cocktails sind gut. Ich schaue auch mal Feuerpapier. Mist, genau, Feuerpapier habe ich auch noch. Das kann ich ja auch noch benutzen. Ich glaube, das werde ich dann auch gleich mal als erstes zum Einsatz bringen. Und dann mal gucken, was hier passiert. Ja, da sitzt er schon, der Dicke. Bin mal gespannt, ob es klappt. 5.306 Seelen ist auch eine interessante Größenordnung. Hat er mich schon getroffen? Das ist ja Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Jetzt will ich mal treffen. Komm, jawohl. Ich könnte ja auch noch mal Ölurne. Auf was? Nein! Ah. Verdammt noch mal. Ich glaube, meine Einsicht habe ich jetzt praktisch schon gleich verspielt. Naja.
Noch mal probieren. Nicht ganz optimal gelaufen, würde ich sagen. Schalt mal wieder auf Feuerpapier. Und diesmal latsche ich ein bisschen schneller runter. Weil das mit der kleinen nachhallenden Glocke, das scheint ja nicht der große Kracher zu sein. Aber ich werde auf jeden Fall trotz allem mit Kompagnon spielen. Ich weiß, dass das nicht so sehr gerne gesehen wird von allen immer. Aber das ist mir egal. Weil ich letztendlich halt einfach weiterkommen will. Oh, 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 oh. Tja, wenn ich die Glocke läuten will, dann muss ich wahrscheinlich den hier erstmal platt machen. Hm? Ah, Scheiße. So. So, und dann geht's gleich rein, würde ich sagen. Vielleicht schließt sich uns ja auch noch einer an. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann werde ich mal die Jungs hier angreifen. Denn zu dritt kämpft sich's wahrscheinlich ja dann noch mal um einiges angenehmer. Will sich uns heute keiner anschließen? Hm? Na gut, dann würde ich sagen, Feuerpapier an. Ölurne und ab geht's. Und diesmal schmeiße ich gleich eine Ölurne. Und zwar so. Scheiße. Na, das ist ja super. Okay, huch, wie kommt denn der jetzt da schon wieder her? Hm. Oh, ich sehe gar nichts. So. Ach Mann, ja, wenn ich den Typ immer nicht sehe, das ist er zum Kotzen. Ach Mann. Das ist so ein Shit. Ah, das regt mich jetzt wirklich auf.
Gibt's doch gar nicht. Na also, Blutsteinscherben, das ist ja nicht schlecht. Und Glocke. Vielleicht kommt ja irgendwann auch mal einer vorbei und hilft mir. Blutsteinscherbe. Der hat sich ja schon gleich festgefressen, das ist ja Wahnsinn. So, das Feuerpapier, das hat mir nicht wirklich was gebracht. Also geh mal einfach rein und probieren's. Molotow-Cocktail, paar. Schön mal der hier dahinter bleiben. Na, scheiße. Meine schönen Blutechos. Wieder nix. Oh. Ich schalte mal auf Gegengift um. Ein bisschen Abstand, ich glaube, ich nehme dann doch wieder die große Waffe. Ah,
Mann. Gut. Okay. Okay. Ah. Wecker, oh, weg. Wo ist er denn? Ah. Ich glaube, er hat meinen Mitstreiter geplättet. Nein, weg, 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 weg. Oh nee, vergiftet, verdammt noch mal. Ah. Gut, okay, das für den ersten Eindruck vom blutgierigen, wie auch immer das heißt. Ich mache hier erstmal Schluss an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, beim nächsten Mal klappt es dann ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.